So, und jetzt heißt es wieder das Beste aus dem Katalog. Und ich muss sagen, ich bin wirklich froh, dass wir Ihnen dieses Produkt jetzt anbieten können. Weil ich bin ja so ein Verfechter von Dashcams. Nun, meine Dashcam geht's jetzt auch. Und ich sage ja immer, es wäre schön, wenn jeder auf Deutschlandstraßen, jeder Autofahrer eine Dashcam hätte. Dann wüsste nämlich jeder Raser, dass er auch gefilmt wird. Und ich behaupte jetzt einfach mal, wir machen das auch möglich. Weil oftmals ist es natürlich auch eine finanzielle Investition, die ich anlegen muss, wenn so eine Dashcam 50, 60, 100 Euro kostet. Aber heute haben wir ein Modell für Sie da, fast unsichtbar. Das finde ich auch noch sehr sympathisch und enorm günstig. Und was das genau ist, sagt uns jetzt der Lutz. Und Lutz, du bist ja auch so ein Fan von Dashcams, oder? Ja, definitiv, weil also deine Geschichte kenne ich ja. Und das ist ja so eigentlich ganz typisch, was Ralf mir mal erzählt hat, dass er nämlich genau die Situation hatte, vor der uns allen ja graut, dass man eben halt da so einen Wildunfall hat und die Versicherung will nicht bezahlen, weil die glatt sagen, okay, den Schaden sehen wir, aber wo ist das Wild? Das kann ja sonst irgendwas gewesen sein. Und dann steht man da und kann es nicht beweisen, weil man alleine im Auto saß. Und das finde ich eben so toll an diesen Dashcams, dass die sozusagen der virtuelle Beifahrer sind, der immer ein Auge auf die Straße hat und dann im Fall des Falles halt auch aufgezeichnet hat, wo man dann einfach der Versicherung nachweisen kann. Mhm. Schauen Sie mal hier, das war das Reh, von rechts nach links sieht man eindeutig, bumm, da hat es gekracht und dann ist es vielleicht noch irgendwie weitergehumpelt oder was auch immer. Da kann die Versicherung sich dann nicht mehr drücken. Und vor allen Dingen, liebe Zuschauer, Sie sehen ja jetzt schon mal eingeblendet unseren Preis. Der ist wirklich eine absolute Granate, weil 18,91 Euro, das ist doch ein super Schnäppchen. Und wenn man das dann mal gegenrechnet, gegen einen potenziellen Schaden, auf dem man sitzen bleibt, weil die Versicherung nicht bezahlt, Hunderte, wenn nicht gar Tausende Euro, ja, ich glaube, die Rechnung ist einfach. Ja, die ist richtig einfach. Und was mich hier auch begeistert ist, wir haben es jetzt gerade gesehen im kleinen Filmchen, die ist ja unglaublich einfach zu installieren. Definitiv. Sie bekommen einen neuen Rückspiegel. Extra breit. Mit eingebautem Display. Wenn das ausgeschaltet ist, ist das quasi unsichtbar. Und wenn Sie es brauchen, dann schalten Sie es halt zu. Den neuen Rückspiegel, den schnallen Sie einmal über Ihren alten. Da gibt es diese beiden Gummilaschen, die Sie da gerade gesehen haben. Einmal dann natürlich noch mit dem Stromnetz verbunden Ihres Pkw, also über den Zigarettenanzünder, kommt natürlich alles mit dazu. Und Sie sehen, wie genial das Ganze aussieht. Und du hast es auch schon gesagt eingangs, Ralf, das Ganze auch noch quasi unsichtbar, weil sich ja auf der Rückseite dieses Rückspiegels, also nach vorne durch die Windschutzscheibe schauend, da sehen wir diese kleine Kamera, die sich dann auch noch entsprechend bewegen lässt, sodass man auch wirklich immer perfekt ausgerichtet hat auf die Straße, auf das Geschehen, was vor einem passiert. Und jetzt könnte ich mal den Lutz versuchen einzufangen hier. Ja, und da sehen wir natürlich, wir können beides sehen. Wir können den Monitor anschauen und hier ist das Hauptsichtfeld. Aber du hast vorhin gesagt, ich habe ja schon mal einen größeren Spiegel und vor allem jetzt habe ich die Sicherheit, jeden Meter aufzuzeichnen und das ist für manche ganz, ganz entscheidend. Jetzt hoffe ich natürlich für alle unsere Zuschauer, dass sie da immer nur schöne Landschaftsaufnahmen von ihrem Wochenendausflug ganz machen. Ganz genau. Aber wenn es dann eben mal zu so einem Schaden kommt, das kann, muss nicht kein Wildunfall sein, das kann auch ein normaler Unfall sein, wo es dann ganz, nicht ganz sicher ist, wer ist denn jetzt eigentlich schuld, dann kann ich diese Aufnahmen, die hier auf einer Micro-SD-Karte gespeichert werden, auch vorlegen als Beweismittel. Und da gibt es was ganz, ganz Interessantes. Das finde ich immer wichtig. Da gibt es von 2016 ein Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart. Und die haben ganz klar festgestellt, dass in relevanten Fällen, also hier Aufnahmen einer Dashcam vor Gericht als Beweismittel zugelassen werden können. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Also ich scheitere da nicht, wenn es relevant ist. Datum, Uhrzeit, Stempel auch noch mit drauf. Dann gibt es keine Missverständnisse. Und das ist einfach toll. Und jetzt eben für jeden auch bezahlbar mit 18,91 Euro. Ja, da gibt es ja keine Überlegung mehr. Rentiert sich das für mich oder nicht, das ist, wie gesagt, eine ganz eindeutige Rechnung. Zumal es ja auch, wie gesagt, in 2 Minuten installiert ist. Sie sehen es gerade hier nochmal. Einen schicken neuen, extra breiten Rückspiegel haben Sie da. Der wird einmal verbunden mit dem Zigarettenanzünder. Und dann legen Sie einfach eine Speicherkarte ein, wie in Ihr Smartphone. So eine Micro-SD-Karte, diese ganz, ganz kleinen, bis zu 32 GB. Und dann wird übrigens auch noch vollautomatisch aufgenommen. Selbst für den Fall, dass Sie jetzt sagen, na, ich bin gar nicht mal im Wagen, weil da ist auch eine Bewegungserkennung integriert in die Kamera. Da können Sie sogar noch einstellen, die Empfindlichkeit. Also ab welcher Stufe soll da die Aufnahme beginnen? Und Ralf hat es gerade auch schon gesagt, das Ganze dann auch noch verbunden. Unten sehen Sie es gerade mit Zeit- und Datumsstempel. Also wirklich unwiderlegbar und ganz eindeutig für jeden Fall des Falles sind Sie da gerüstet. Oder auch ganz einfach, wie gesagt, mal eine schöne Urlaubsfahrt. Ich hatte das ja letztes Jahr mal einmal so quer durch die Alpen durch. Oh, strahlender Sonnenschein, blau,
Osterhimmel und diese Serpentinenkurven. Ah, es war einfach sensationell. Aber wenn man fährt, kann man es ja nicht festhalten. Ja, und dann kommt ja der Klassiker, der Beifahrer sagt, oh, hast du das gesehen? Ja, und dreh dich doch noch mal rum. Kann ich nicht, wenn ich fahre. Ja? Und dann ist es einfach weg. Aber wenn ich dann die Möglichkeit habe, mir das vielleicht später noch mal anzuschauen, das sind natürlich die angenehmen Sachen. Zum Wildunfall noch mal. Ich habe dazugelernt. Also als ich meinen Wildunfall hatte, das war noch weit vor, bevor es Dashcams gab. Das war noch zu D-Mark-Zeiten. Mein Schaden damals 2500 D-Mark. Und ich konnte wirklich nicht nachweisen, dass es ein Reh war. Ja? Also heutzutage ist man einfach schlauer. Und wenn da mal sowas passiert, ich hätte mit dieser Kamera, die jetzt, also damals knapp 38 D-Mark gekostet hätte, D-Mark, wir rechnen jetzt von D-Mark, hätte ich 2500 D-Mark gespart. Also da sehen Sie schon mal, wie das Verhältnis ist. Und heute können wir es wenigstens machen und wir können es auch bezahlen mit 18,91 Euro. Deshalb von mir Daumen hoch für jeden, der sowieso das mal ausprobieren wollte und jetzt vielleicht aber die Windschutzscheibe schon voll hat mit dem Navigationsgerät oder der Handyhalterung, was ja auch immer gibt. Da ist das natürlich optimal, weil es nirgends an der Windschutzscheibe ist. Es ist nichts im Weg. Es ist auch auf den ersten und zweiten Blick für Außenstehende gar nicht zu erkennen, dass dieses Fahrzeug ausgerüstet ist mit einer Dashcam. Und deshalb hat das natürlich ganz, ganz viele Vorteile. Ja, definitiv. Also in allen Lebenslagen, in den positiven wie auch in den negativen. Und das eben jetzt bei uns hier bei Paul TV in den nächsten 2 Stunden allerdings nur. Sie sehen ja da unten rechts immer eingeblendet die Zeit, bis zu der dieses Angebot gilt. Für einen wirklich absoluten Toppreis. Eben nicht 70 Euro, wie der Hersteller knapp dafür aufruft, sondern sage und schreibe gerade mal 18,91 Euro. Da muss man einfach zugreifen. Das ist, wie gesagt, denkbar leicht installiert. Ich würde mal schätzen, in etwa einer Minute ist das erledigt. Und dann hat man einfach diese Sicherheit. Noch eine Speicherkarte oben rein. Hier, da sieht man es auch gerade, Micro SD. Da kommt die noch rein. Das war's. Also, da überlegt man nicht lange, finde ich, bei dem Preis. Absolut. Und jetzt ist natürlich auch noch was intelligent gemacht mit diesem Objektiv. Da sehen Sie es, das Kameraobjektiv, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. Ja, jeder hat eine andere Neigung am Spiegel. Einer fährt ganz gerade, der andere hat mehr zu sich. Aber dementsprechend kann ich das ausgleichen, weil ich eben das Objektiv entsprechend einstellen kann. Also, Dashcam für jedermann. Das können wir hier noch mal dick unterstreichen. Aber wir sehen das schon die ganze Zeit eingeblendet, geht aus. Ich finde es schön, dass da schon so viele gefolgt sind, die sagen, jawohl, jetzt ist der Zeitpunkt auch für mich gekommen, eine Dashcam mal auszuprobieren und Sie können jetzt noch zugreifen, aber wie gesagt, da sind wir schon auf den letzten Stückzahlen. Die Bestellnummer ist die NX4384 und die 569, der Preis eben 18,91 Euro. Und wie gesagt, ich hoffe, dass alle Nutzer von Dashcams immer nur wunderschöne Landschaftsaufnahmen machen, vielleicht mal einen Sonnenuntergang filmen oder ähnliches, aber wenn dann mal eine Situation kommt, wo es brenzlig wird oder gar zum Unfall kommt und ich unter Umständen unschuldig beschuldigt werde, ja, dann kann ich das eben aufklären und damit viel Geld und viel Ärger sparen, weil nur, weil ich jetzt im richtigen Moment eben 18,91 Euro ausgegeben habe. Und deshalb nochmal für Sie die Bestellnummer, die NX4384 und die 569. Speicherkarte haben wir angesprochen. Wenn Sie keine zu Hause haben, Lutz hat uns jetzt noch eine mitgebracht. Genau, das ist natürlich jetzt die optimale Karte dafür. 32 GB, wir haben es vorhin schon gesagt. Markenqualität von Toshiba. Und hier unten, da sehen Sie es, die Micro-SD-Karte, die bekommen Sie. Und dazu gehört dann auch noch der entsprechende SD-Adapter. Das heißt, die kleine Karte können Sie in den großen Adapter bei Bedarf auch noch einlegen. Wenn Sie sagen, jetzt möchte ich zum Beispiel die ganzen Daten, die ich aufgenommen habe mit meiner wunderschönen neuen Dashcam, zum Beispiel auf dem Notebook, die haben ja meistens diese SD-Slots hier, einlesen. Und das Ganze natürlich hier auch mit wirklich sehr, sehr schneller, hoher Geschwindigkeit. Da sehen Sie auch nochmal UHS Class 1, wie sich das Ganze nennt. Das heißt, dass man da also selbst bei hohen Datenraten, wie sie beispielsweise bei 4K-Videoaufnahmen anfallen, das geht selbstverständlich auch. Ja, und das geht für Sie mit der Bestellnummer ZX2402 und der 569, egal ob Sie Micro-SD oder SD-Karte brauchen, das ist genau das Richtige für Sie. Für 23,66 Euro denke ich auch ein richtiges Schnäppchen, also einfach dazu bestellen. Dashcam, dann die Karte dazu, dann sind Sie bestens ausgestattet. Jawohl. Alles andere ist hier im Lieferumfang schon enthalten, Anschlusskabel und so weiter, deutsche Bedienungsanleitung. Und dann wünscht man einfach nur, dass Sie immer sicher unterwegs sind. Aber wenn dann mal was passiert, dann haben Sie eben einen Zeugen dabei, der Ihnen unbestechlich sagen kann, wie es wirklich war. Weil oftmals passiert das ja auch so schnell, dass man selber, obwohl man es mitgekriegt hat, nicht mehr weiß, wie war das jetzt? So, boah, das bum, 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 möglich, ja. Wer war jetzt wo? Also, anrufen ans Telefon, dann passiert das Ihnen das auf gar keinen Fall. Und wir beide wünschen Ihnen trotzdem zu jeder Zeit immer die beste Fahrt.